Die Frankfurter Buchmesse 2014 ist vorbei. 5 Tage hatten die Besucher der Messe die Möglichkeit, sich über Neuheiten im Büchermarkt zu informieren und konnten auch Stars und neue Technik bestaunen. Eröffnet wurde die Buchmesse bereits am Dienstagabend. Gastland in diesem Jahr war Finnland. Im hell gestalteten Gastland-Pavillon wurden einige Reden gehalten, aber auch viel Musik gespielt. Neu auf dem Büchermarkt war in diesem Jahr unter anderem Andreas Eschbach mit seinem neuen Roman Der Jesus-Stil. Ursprünglich hatte ich nicht vor, eine Fortsetzung zu schreiben, weil der Roman Jesus-Video in sich abgeschlossen war. Es gab zwar so ein paar lose Enden, wie bei jeder Geschichte, an denen man hätte anknüpfen können, aber das wär mir zu offensichtlich gewesen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren aus irgendeinem Grund die Idee gehabt, wie man es anders machen könnte, interessanter. Und dann habe ich noch eine Weile gezögert, weil, wie gesagt, Fortsetzungen, da rümpfen so manche die Nase, sagen, verdirbt vielleicht das Originalbuch. Aber ich fand es dann letztendlich unwiderstehlich und deswegen habe ich es gemacht. Für Fans von Verschwörungstheorien gibt es ebenfalls neues Material. Hermann Alexander Bayerle und Gert-Jürg Schneeweis erzählen, um was es im Roman Bozzetto geht. Das ist die schwierigste Frage, die man mir überhaupt stellen kann, weil was auf 600 Seiten steht, kann ich jetzt nicht in 20 Sekunden erzählen. Aber wir erfahren, wie Michelangelo diese Tafel geschaffen hat, diesen Bozzetto für die Ausmalung des jüngsten Gerichtes. Wir erfahren den Weg dieser Tafel quer durch die Geschichte Europas. Eine teilweise sehr blutige Spur, die er hinterlassen hat. Das Bild führt uns in das unter Nazi-Herrschaft stehende Paris der 40er Jahre. Es taucht Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre in der Schweiz auf. Wir haben eine Provenienzrecherche machen können bis heute ins Jahr 2014. Wir wissen sehr, sehr viel, nicht alles, aber sehr, sehr viel über diesen Bozzetto, über dieses Gemälde. Wir glauben das nicht, dass dieser Bozzetto magische Kräfte in sich vereint von Gut und Böse. Und der Leser glaubt es vielleicht auch, wenn er das Buch gelesen hat. Und magische Kräfte ist jetzt ein sehr, ja, sehr weitgreifender Begriff. Was genau wissen Sie, was das für Kräfte sind? Das sind die Kräfte von Gut und Böse. Es ist das, was die Welt bewegt und zusammenhängt. Es ist das Yin und Yang. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Ja, also von dem Wort Magie können wir ja weggehen. Aber es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse. Um die Mächte des Guten und des Bösen. Die haben wir beide erfahren und sowohl der Hermann Bayerle als ich auch. Wir wissen viel mehr, als wir dem Leser vermitteln können, sonst wird es ja zu fantastisch werden. Und ist das Ganze Fantasterei oder ist das wirklich Realität? Gibt es dieses Bozzetto wirklich? Ja, dieses Bozzetto gibt es. Das ist Realität. Wir haben das Bozzetto auch gesehen. Und das Bozzetto, meine Passion, nicht nur Wunsch, meine Passion ist, dass das Bild zurück in den Vatikan muss. Es muss nach Hause. Es muss nach Hause. Und wenn das tatsächlich so wichtig ist, zeigt die katholische Kirche Interesse, das nach Hause zu holen? Die katholische Kirche tut sich zurückhaltend natürlich zeigen, das ist logisch, weil sie wollen ja nicht vorbrechen und sagen, wir wollen das zurückhaben im Vatikan. Es wurde ja schließlich 1560 ungefähr entwendet aus dem Vatikan und hat dann seine Reise außerhalb dem Vatikan angetreten. Die unrühmliche Reise, dass jeder, der das Bild besessen hat, Unglück erlebt hat. Das hat Morde gegeben wegen dem Bild, es hat Krankheiten gegeben, es finanziellen Bankrott gegeben. Also das kann man alles im Buch nachlesen. Das ist also das Buch ist so spannend, aber jede Station, die wir beschreiben, können wir auch belegen. Noch mehr zum Buch könnt ihr in unserer Mediathek unter youtube.com/stadtfernsehen erfahren. Wir haben auch noch etwas zum Verlosen.
Und zwar das Buch, das Hörbuch und eine Bozzetto-Sekko-Flasche. Schreib dazu einfach eine Mail an buchmesse2014@sfdonline.de mit dem Betreff Bozzetto bis zum 31. Oktober. Wenn ihr die Videos teilt, liked oder kommentiert, bekommt ihr jeweils noch einen Bonus los. Nennt daher eure abweichenden Social-Media-Namen. Wer viel liest, bekommt auch Hunger. Susanne Fössing berichtete uns über ihr neues Buch mit gesunder Ernährung. Also das Buch ist erstmal so aufgeteilt, dass wir natürlich erstmal eine persönliche Ansprache haben. Dann haben wir erstmal, was ist gesunde Ernährung überhaupt? Das haben wir zusammen gemacht, dieses Buch mit der Ökotrophologin Bettina Snowden. Und dann gibt es ein bisschen alles zu der Ernährung. Dann haben wir 11 Beschwerdebilder. Darunter ist Sodbrennen, Reizdarm, Wechseljahrsbeschwerden, Diabetes 4, Diabetes 2, Arthrose, Gicht, Cholesterinspiegel und alles, was noch so dazu kommt. Und zu diesen Themen, da hat natürlich Bettina immer etwas geschrieben. Das heißt, was bedeutet das, so eine Beschwerde zu haben? Wie kann ich vorgehen, um diese Beschwerde zu lindern? Und was ist in meiner Ernährung wichtig? Worauf sollte ich achten? Dazu haben wir die Rezepte, die dann eigentlich im zweiten Teil des Buches dann auftauchen, die dann auch wieder gegliedert sind auf der rechten Seite. Darf ich das mal vielleicht zeigen? Natürlich. Weil das ist so ein schönes Buch. Wenn wir hier zum Beispiel so ein Rezeptchen haben, dann haben wir hier ganz genau beschrieben mit den Sternchen dazu, dass für diese Beschwerdebilder, Sie sehen das besser, Sie stehen näher dran. Ja. Können Sie das vielleicht mal vorlesen? Bluthochdruck, Darmträgheit, Verstopfung, Diabetes Typ 2, Erschöpfung, Laktoseintoleranz, Muskelkrämpfe und Reizdarm. Ganz genau. Dafür ist dieses Rezept hervorragend. Jetzt gehen wir mal so 2-3 Seiten weiter. Hier, das ist Wechseljahrsbeschwerden. Das war eigentlich das Grundthema, aber auch für, jetzt sind Sie wieder dran. Erschöpfung, Bluthochdruck, Darmträgheit, Diabetes Typ 2, Muskelkrämpfe und Reizdarm. Ganz genau. Und dann haben wir in diesem Rezeptteil immer die Sachen, die wichtig sind, die total positiv und ergänzend sind, auch zu einem Medikament, aber in erster Linie für unsere gesunde Ernährung. Und auch die Sachen, die eben nicht so vorteilhaft sind, die sind dann mit dem Minus gezeichnet. Also wenn ich zum Beispiel diese Beschwerdebilder habe, dann ist es das nicht mein Rezept. Viele Menschen reisen gerne. Wer eine kulinarische Reise erleben möchte, ist bei Bianca Kusenbauers neuem Kochbuch auf der richtigen Seite. Na, im Osten geht die Sonne auf, deswegen ist das Buch auch so aufgebaut, dass wir in Tokio beginnen, über Seoul, Shanghai bis nach Europa, wo einige europäische Städte drinnen sind, auch Hamburg aus Deutschland beispielsweise, dann aber auch Tel Aviv bis nach Rio de Janeiro. Und was war zuerst da, die Reise oder der Wunsch, ein Buch zu schreiben? Die Reise war zuerst da. Und daraus hat sich eben dann das gut ergeben, nachdem ich auch fotografiere, das Ganze zu dokumentieren und in ein Buch festzuhalten. Aber es gibt noch mehr. Bekanntes Neuauflegen. Was ist das Geheimnis der Kochbuchreihe Zwergenstübchen? Ja, die Zwergenstübchen, die wurden gegründet Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts von einer Erzieherin. Die hatte eine Gruppe geleitet, die hieß Zwergenstübchen. Und diese Erzieherin hat Backrezepte mit den Eltern ausgetauscht. Und dann kam ein findiger Verleger und hat gesagt, da machen wir ein Buch draus. Und aus diesem einen Buch wurden dann 20 Bücher. Und das legendäre Backbuch, das war also das erste, hat sich innerhalb von 10 Jahren 800.000 Mal verkauft. Und das war also ein ganz großer Erfolg im Buchmarkt. Und dann war das eben so, dass irgendwie vor 5-6 Jahren dieser Verlag pleite ging. Das war dann für die Autorin schlimm. Und die hat dann die Rechte an all den Illustrationen und so zurückbekommen und hat einen Verlag gesucht, der das weiterführt. Und da haben Sie sich dann eingeschaltet? Wir haben uns eingeschaltet, weil wir eben auch als nicht nur Verlag für den Buchhandel sind, sondern wir haben auch einen großen Kindergartenvertrieb, der heißt Smallland, und damit bedienen wir so Kindergartenausstellungen. Und da war das natürlich sehr interessant, weil die Zwergenstübchen in den Kindergärten bekannt sind. Und jetzt legen wir die alten Bücher wieder auf, illustrieren die meisten neu
Und es erscheinen auch neue zu aktuellen Themen, wie jetzt zum Beispiel Slow Food oder sagen wir, es wird ein Vegetarier, vielleicht sogar Veganer-Buch geben. Noch mehr von den ganzen eben gezeigten Interviews ist verfügbar in unserer Mediathek unter youtube.com/stadtfernsehen. Wer kennt nicht eine Person, die Fan von irgendetwas ist? Für echte Fans gibt es jetzt ein Buch. Das Buch hier heißt Geek Pray Love. Das ist hier bei CrossCult erschienen. Andrea Bottlinger und ich, Christian Numberg, haben es geschrieben. Und das ist quasi eine Autobiografie für alle Leute, die Fans von was sind. In dem Fall von fantastischen Sachen, wie zum Beispiel von Star Wars oder von Star Trek. Hier haben wir geschrieben, wie es sich anfühlt, Fan zu sein, Geek zu sein, Nerd zu sein. Wir haben hier Sachkapitel drin, die dir zum Beispiel erklären, was eine Convention ist oder warum Fans Kostüme sich selber schneidern und wie das geht. Und wir haben einen Roman hier drin, quasi eine Entstehungsgeschichte, wie wird man zum Nerd. Das ist dieses Buch. Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben? Ich habe es ja zusammengeschrieben mit meiner Kollegin Andrea Bottlinger und wir haben, ich würde mal sagen, ungefähr 3 Monate an dem Buch gearbeitet. Und hat es Ihnen Spaß gemacht oder? Das macht mir immer Spaß, Bücher zu schreiben. Ich schreibe seit an die 15 Jahre jetzt beruflich und ein neues Buch ist immer ein großes Fest. Und wie oft waren Sie schon auf der Buchmesse hier in Frankfurt? Das hier ist, ohne Witz, meine 26. Buchmesse. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin seit 26 Jahren in Frankfurt. Wer selbst Fan ist oder jemanden kennt, hat hier auch wieder die Möglichkeit, bei einer Verlosung ein signiertes Buch von Geek Pray Love oder Sorge dich nicht, Be Me zu bekommen. Schreibt hierfür einfach eine Mail an buchmesse2014@sfdonline.de mit dem Betreff Geek Pray Love. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2014. Zusätzliche Stimmen bekommt ihr jeweils mit Teilen, Liken oder Kommentieren der Videos. Schreibt also eure Social Media Namen mit in die Mail. Dann viel Glück. Aber nicht nur Buchfans kamen auf der FBM 14 auf ihre Kosten. Auch für Fans des Tatorts gibt es nun etwas. Ja, da ist auf jeden Fall viel über mich drin. Teilweise Sachen, die ich selber gar nicht mehr weiß. Irgendwas, wo Sie gedacht haben, um Gottes Willen, das sollen die Leute gar nicht wissen? Nö, überhaupt nicht. Nee, wir haben uns schon mal kennengelernt beide. Und ich weiß, er ist wirklich ein Spezialist. Und teilweise weiß er wirklich mehr als ich über das Thema. Und das ist einfach toll, dass das draußen ist. Ich glaube, für interessierte Fans ist das eine super Bereicherung. Und hatten Sie das Gefühl beim Schreiben, dass Sie da irgendwelche Fakten dabei haben, die eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit sollten oder die manche Rollen diskreditieren könnten? Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Meine Quellen sind ja öffentlich. Ich koche auch nur mit Wasser. Und da steht nichts, was Mario Kopper oder Andreas Hoppe diskreditieren würde, dass er... Nein, und wenn, das hätte ich nicht geschrieben, nicht? Aber nein, ganz ernsthaft, es geht darum, dem Leser, dem Zuschauer, den Informationen zum Tatort zu geben, Hintergrundinformationen, die er einfach nicht hat, die aber interessant sind. Und das sind alles ganz öffentliche Sachen, die aus den Filmen stammen. Ich habe einfach besonders aufmerksam die Filme geguckt. Also jetzt nur die neueren oder von Anbeginn aller Zeiten? Das Buch ist eine Zeitreise der 45 Jahre Tatort. Und da finden Sie zu jedem Kommissar, zu jeder Stadt, zu jeder Figur einfach eine Anekdote oder was Faktisches, was Interessantes und Wissenswertes. Noch mehr vom Interview könnt ihr in unserer Mediathek unter youtube.com/stadtfernsehen sehen. Auch die Fans von Joscha Sauer, dem Autor von Nicht lustig, hatten die Chance, ihren Star mal persönlich zu treffen. Wie viele Comics hast du schon geschrieben? Geschrieben ist schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich ja auch teilweise Comics für andere Leute mal geschrieben habe und früher auch irgendwie Comics gemacht habe, schon bevor ich Nicht lustig angefangen habe. Aber für Nicht lustig jetzt wahrscheinlich so an Cartoons 2000, irgendwie sowas in der Richtung, 2000 glaube ich. Und um was gehen meistens die Comics? Auch ganz unterschiedlich, eigentlich alle Sachen, die ich irgendwie witzig finde. Das ist immer so der einzige Kritikpunkt, bei dem ich sage, wenn ich was mache, dann muss ich das selbst irgendwie interessant finden. Und dann geht es um Lemminge, die sich immer wieder versuchen, irgendwo runterzustürzen oder auf andere Weise zu Tode zu kommen. Es gibt einen Mann, der in der Wand wohnt. Es gibt Yetis, die ihren Namen in den Schnee pinkeln, zeitreisende Professoren. Einfach Krempel, den ich lustig finde. Und wer hatte so die Ideen? Na, die Ideen kommen von mir. Damit ging es immer los. Also, und mittlerweile gibt es auch andere Leute, die mit mir zusammenarbeiten, aber die Ideen kamen immer von mir. Und Sie haben ja auch einen Film gemacht. Ja. Und wie kam der erste Teil von dem Film an?
Eigentlich sehr, sehr gut. Also wir hatten uns so ein bisschen gewünscht, dass das so der Anfang ist dann von der Serie. Und das ist aber sehr, sehr schwierig, weil halt Trickfilm dann doch anders als Cartoons zeichnen sehr viel Geld kostet. Aber die erste Folge kam extrem gut an und ich kriege auch immer wieder Leute von Leuten halt die Info, dass sie sich wünschen würden, dass es da weitergeht und es mehr gibt. Und wer hat den Film bezahlt? Zur Hälfte ich und zur Hälfte die Fans. Wir haben damals eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Das heißt, ich habe den ganzen Fans gesagt, ich brauche so und so viel Geld, um die erste Folge fertig zu machen. Die Hälfte davon habe ich schon selbst bezahlt und die zweite Hälfte haben dann die Fans mitbezahlt. Und kommt dann auch noch ein zweiter Film vielleicht? Wenn ich es schaffe, genug Geld zusammenzukriegen. Momentan sieht es tatsächlich ganz gut aus, dass wir dann noch eine Folge machen. Aber das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr passieren. Dauert halt immer ein bisschen länger. Und wie wurde der erste Film produziert? Das habe ich mit einem Kölner Trickfilmstudio zusammen gemacht. Das heißt, ich habe den geschrieben und Storyboards gezeichnet und habe Regie geführt und habe dann mit einem Studio zusammengearbeitet, die da ganz viele Zeichner sitzen haben und die relativ klassisch wirklich dann selbst gezeichnet haben und dann langsam den Film da zustande gebracht haben. Und was ist Ihre Lieblingsfigur? Da gibt es nicht wirklich eine. Also das ist so ein bisschen die Frage nach dem Lieblingskind. Das kann man nicht beantworten. Es gibt dann irgendwie immer diese ganze Truppe, die man mag. Und alleine genommen ist das, man will immer lieber irgendwie mit allen Figuren gleichzeitig arbeiten. Und deswegen ergänzen die sich ganz gut. Ja gut, dann vielen Dank fürs Interview. Danke dir, Robin. Und jetzt für alle Fans von Nicht Lustig und Joscha Sauer noch ein Highlight. Ihr habt die Chance auf das Nicht-Lustig-Buch, das Joscha Sauer hier gerade signiert. Schreibt dazu einfach eine Mail mit dem Betreff Nicht-Lustig an buchmesse2014@sfdonline.de. Einsendeschluss ist auch hier der 31. Oktober 2014. Wenn ihr das Video teilt, liked oder kommentiert, erhöht ihr jeweils nochmal eure Chance. Schreibt daher auf jeden Fall eure abweichenden Social-Media-Namen dazu. Wer kennt sie nicht? Die Top-Secret-Reihe mit Robert Muchmore. Er sagte uns, dass er früher mal sogar als Detektiv tätig war. Ja, das ist richtig. Mein Job, bevor ich Schriftsteller wurde, war das Aufspüren von Erben. Wenn jemand zum Beispiel gestorben war und man konnte niemanden finden, dann war es mein Job, sich über die Familiengeschichte desjenigen zu informieren, herauszufinden, wo er überall war und dann bei Nachbarn zu klopfen und einfach mal ein paar Steine umzudrehen. Und hey, das war ein richtig interessanter Job. Das ganze Interview gibt es in unserer Mediathek, youtube.com/stadtfernsehen. Aber auch Samsung stellte auf der Messe ihre neuen Geräte vor. Unter anderem die neue Smartwatch. Das ist eine Uhr, wo man mit telefonieren kann, wo man seine Kontakte abrufen kann, wo man die Nachrichten lesen kann, die man gekriegt hat, die E-Mails, die Navigation. Man kann damit auch also joggen gehen und dann kann man halt den Puls messen oder die UV-Strahlen. Man kann damit Musik hören und man kann auch einen Wecker stellen, kann Sprachaufnahmen machen. Ja, das war's eigentlich. Die Uhr hat 48 Stunden lange Laufzeit und kommt irgendwann im November raus. Ich habe jetzt nicht das genaue Datum gesagt gekriegt. Und wie viel sie kostet, weiß man noch nicht. Ja, das war's eigentlich von der Uhr. Ach, man kann noch man muss es nicht mehr mit dem Handy über Bluetooth verbinden. Man kann es auch jetzt eine SD-Karte reinmachen. Und man hat die SIM-Karte rein, Entschuldigung. Und man kann die Uhr nicht mehr mit einem Ladegerät aufladen. Man kann sie nämlich hier in diese Ladestation reinstecken und dann lädt sie auf. Und sie ist 1 Meter wasserdicht. Man kann sie mit unter Wasser nehmen. Ja, also 1 Meter, nicht länger als eine halbe Stunde. Ja, das war es dann eigentlich von der Uhr. Zum Schluss stellte uns Christine Fehr noch ihre 2 neuen, sehr unterschiedlichen Bücher vor. Ja, das ist total verschieden. Finja und Franzi ist sowas wie ein modernes Hanni und Nanni. Da geht es auch wirklich um Zwillinge im Internat, aber auf einem Inselinternat, wo es ganz viele Freizeitmöglichkeiten gibt und es sind eben Freundschaftsgeschichten. Und das ist sehr fröhlich und sehr heiter. Es kommt auch natürlich das eine oder andere Ernste mal zur Sprache. Und dann mache ich eben Schluss, das ist was ganz anderes. Das ist ein sehr ernstes Jugendbuch. Da geht es um einen 18-jährigen Abiturienten, der sich das Leben nimmt. Mit einem Auto gegen den Baum fährt, weil er sich von allen Seiten so unter Druck fühlt und sich nicht wehren kann.
aufgrund seines Charakters. Er ist ein sehr stiller, zurückgezogener Junge und er sieht dann schließlich keinen Ausweg mehr, als sich umzubringen. Und dann wird aus verschiedenen Perspektiven nach erzählt, wie es dazu kommen konnte. Okay, also Sie schreiben wirklich auch sehr ernste Romane. Finden Sie, dass es trotzdem immer noch ein Happy End gibt oder irgendwas, was den Leser lächelnd zurücklässt? Oder ist es bei Ihnen wirklich so, dass man dann eben nachdenklich am Ende ist und eher etwas traurig? Gerade in diesem Fall. In diesem Fall nachdenklich und sicher auch ein bisschen traurig, aber es gibt einen Schluss, der sagt, es hätte immer eine andere Möglichkeit gegeben als den Tod. Und das war mir bei dem Buch auch wichtig. Ich habe ein einziges Mal ein Buch geschrieben, was wirklich kein Happy End hatte. Und das haben mir die Leser sehr übel genommen. Das war Schwarze Stunde, das war ein Thriller. Das ganze Interview findet ihr in unserer Mediathek. youtube.com/stadtfernsehen. Das waren einige kurze Einblicke von der Frankfurter Buchmesse 2014. Nächstes Jahr ist Indonesien vom 14. bis zum 18. Oktober Gastland in Frankfurt.